Die Steirische Volkspartei hat zum Wahlkampfauftakt ihre Wahlziele für die Nationalratswahl am 29. September präsentiert. Und diese haben eine klare Ansage. Indem wir klar machen, dass wir die Partei der wirtschaftlichen Vernunft und der sozialen Wärme sind, also jene Volkspartei, die haben möchte, dass die Unternehmen hier investieren in Österreich, um hier Arbeitsplätze zu schaffen, um hier auch Gewinne zu machen und den Sozialstaat halten zu können für die, die ihn wirklich brauchen. Das ist eigentlich der wichtigste Grundsatz, den wir vermitteln wollen. Dass wir, wenn es ums Haushalten geht, hier viel, viel besser unterwegs sind als die SPÖ. Daher sagen wir, es darf in Zukunft keine zusätzlichen Belastungen geben für Firmen. Und dann auch auf der Ausgabenseite, dass Stadtgemeinden, Kommunen nicht mehr an Geld einheben dürfen, als sie an tatsächlichen Leistungen zur Verfügung stellen. Die ÖVP ist die beste Wahl für die Steiermark, weil wir eine Reformregierung auf Bundesebene anstoßen wollen. Eine Reformregierung, die wirklich auch den Raum schafft für die von Hermann Schützenhöfer immer angesprochene enkeltaugliche Politik. Diese enkeltaugliche Politik wollen wir mutig voranbringen. Und deshalb tun wir uns natürlich auch viel, viel leichter dabei, wenn wir das aus der ersten Position heraus machen können. Weil wenn wir Erste in der Bundesregierung sind, dann haben wir ganz einfach die Möglichkeit, den Kurs vorzugeben und eben diese mutigen Reformen auch mutig anzugehen. Nach dem Vorbild der Steiermark will die Volkspartei auch auf Bundesebene eine Reformpartnerschaft erreichen. Es ist natürlich ganz anders, Politik im Bund zu machen als im Land. Aber das, was die Steirer hier angehen, dass man auch Einschnitte macht in Bereiche, die einem selbst auch wehtun, das ist schon etwas, was man durchaus als vorbildlich sehen kann. Natürlich ist die Steirische Reformpartnerschaft für uns ein Vorbild, weil wir sehen, dass wir vor vielen großen Herausforderungen stehen. Und ich habe mir auch als Justizministerin für die nächste Legislaturperiode sehr viel vorgenommen. Und auch dazu braucht es eine starke Bundesregierung. Ich möchte etwa das Strafgesetzbuch grundlegend reformieren, das Mietrechtsgesetz reformieren und noch viele weitere Maßnahmen setzen. Und wichtig ist mir auch, dass im Bereich Wirtschaft und Arbeit etwas weitergeht, dass dort gute Arbeitsplätze geschaffen werden. Und je stärker natürlich die Bundesregierung ist, desto mehr können wir hier leisten. Mit Spitzenkandidat Michael Spindelecker setzt die Partei auf einen erfolgsversprechenden Politiker für die Zukunft. Michael Spindelecker zeichnet aus, dass er ein sehr seriöser, ein wirklich grundanständiger und ehrlicher Mensch ist. Ein ehrlicher Hautegen, wie mir ein Wähler gesagt hat, als wir unterwegs waren mit dem Michael Spindelecker, der nachhaltig die Sorgen und Nöte der Menschen kennt, der den Wirtschaftsstandort, die außenpolitische Entwicklung gut kennt, einer, der Österreich gut führen könnte. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir bei den großen Reformen auch ein gutes Wertefundament haben und auch dafür ist Michael Spindelecker ein Garant. In wenigen Wochen ist die Entscheidung gefallen. Dann kann man gespannt sein, welche Ziele die Steirische Volkspartei nach dem 29. September in die Tat umsetzen wird.